Hallihallo, Microfreunde, willkommen zu einer neuen Runde Sky Factory 2. So, wie in der letzten Folge geht es dieses Mal auch wieder OP weiter. Letztes Mal hier die Zivizio-Rüstung, das ist so krass, dieses Teil. Kein Fallschaden, einfach fliegen können. Richtig, richtig krank. Ansonsten hier habe ich mir offline noch mal eine Menolin-Mentor gemacht. Die hat jetzt Auto-Repair 2 und Lack. Und dann hat mein Bruder für mich noch eine Überraschung. Was das genau ist, zeige ich euch. Der hat ein bisschen gespielt, als ich noch in der Schule war. Nicht. Und was das genau ist, das werdet ihr jetzt sehen. Und zwar sind das 3 Safari-Netze. Was könnte in diesen Safari-Netzen drin sein? Ich werde einfach mal hier öffnen. Rechtsklick. Und dann seht ihr das. Das sind Wither-Skelette. 3 Stück, die er mir eingefangen hat. Und ich töte die jetzt, denn ich möchte ja Wither-Köpfe haben. Und mit diesem Cleaver geht das so gut. Da droppen die halt eigentlich... Ich weiß nicht, ob die überhaupt keinen droppen können. Ja gut, sie können keinen droppen. Dann würde ich sagen, habe ich jetzt hier mit Pech gehabt. Habe ich Pech gehabt. Okay, schade. Aber einen Kopf haben wir schon mal. Ansonsten haben wir hier ein paar wertvolle Sachen. Bekommen dieses Teil brauchen wir. Das kann man auch irgendwo zu gebrauchen. Ich weiß noch nicht mehr wo. Und dann kommen wir zu dem nächsten Teil. Was dann auch richtig, richtig cool wird. Und zwar... wo lege ich die Truhe hin? Einfach mal nach da. Soll ich dazu in den Crafting-Table gucken? Ja gut. Bedrockium. Und hier ist schon das ausgesucht, was ich machen soll. Ein Soul-Fragment. Okay. Ich glaube, das sollte ich machen. 4 Bedrockium. Achso, jetzt bekomme ich Langsamkeit. In die Kiste damit. Ein Soul-Fragment mit Unstable Ingots. Was braucht man nochmal für Unstable Ingots? Da braucht man Smaragd, Dia und Eisen. Eisen, hier und da. Oh, perfekt, das sieht auch schon bereit. Das hat er total gut gemacht. So richtig gut organisiert und so. So, dann hier habe ich mein Division-Siegel. Und ein Obsidian brauche ich noch. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich mein ganzes Obsidian aufgebraucht habe. Sieht aber so aus. Na prima. Dann lasst mich mal noch ganz schnell hier unten ein Obsidian herstellen. Ich weiß, es geht irgendwie in eine Stone Barrel, ich weiß aber nicht wie. Darum mache ich das jetzt einfach so. So. Einmal Wasser wieder wegnehmen. Und ich glaube, das ist eigentlich wert, ja. So ein kleines Obsidian abbauen dafür, dass wir dann eine richtig, richtig kranke Watering Can haben. Ah ja, genau. Ich weiß, wozu das da war. Das Obsidian. Und zwar seht ihr hier, das Nether-Portal, das habe ich ein bisschen umgebaut. Nach hier drüben mit ein paar neuen Zäunen und so, dass da nicht immer die Viecher auf der Plattform spawnen, denn das ist einmal explodiert. Okay. Dann kommt jetzt der kritische Teil. Und zwar hier. Division-Siegel, Diamond, Eisen. Genau umgekehrt. Nicht? Hä? Bin ich so unfähig dazu? Division-Siegel. Activated Division-Siegel. Iron, Diamond. Iron, Diamond. Hä? Ach so. Ah, okay, jetzt weiß ich. Das war das, was man hier in diesem Crafting Table machen musste. Was in dem Tinker's Construct Table nicht ging. Okay. Unstable Ingots habe ich jetzt. Jetzt da rein. Und da habe ich das... Verdammt. Ah! Oh mein Gott, war das knapp. Die falsche Taste gedrückt. Ach so Gott, ich habe jetzt gedacht, das Teil explodiert. Dann hätte ich ein Problem gehabt hier inmitten aller Tables und so. Okay, und jetzt haben wir hier das Sacrifice... Nee, doch nicht, Etheric. Okay, Etheric Sword. Und damit müssen wir jetzt Rechtsklick machen. Linksklick. Hä?
Ah, okay, so können wir uns das Leben rausschneiden. Autsch! Und jetzt haben wir ein Leben weniger. Ein ganzes Leben weniger. Aber dafür können wir uns jetzt eine richtig, richtig krasse Kanne machen. Und zwar geht die so, hier rein eine Barrel und dann haben wir die Windforged Watering Can. Die muss ich jetzt nur noch einmal aufladen. Mache ich hier mal schnell. Okay. Ich glaube, die war schon aufgeladen. Egal. Dann nehme ich mir hier einmal alle Seeds raus, die ich hier habe. Und auch alle Seeds, die ich von den Iron Seeds habe. Und pack die hier hinten rein in den Planter. So. Jetzt werden die hier alle durchgeplantet und dann kommt die Watering Can in Einsatz. Und ihr werdet. Die ist so OP. Guckt euch an, wie viel die einfach macht und wie sau schnell das Zeug wächst. Hier drüben ist bereits das erste gewachsen. Da ist das erste gewachsen. Du musst dich eigentlich nur hier so in die Mitte stellen und rechts gedrückt halten und das ganze Feld wächst. Das ist so krass, diese Kanne. Die OP-Kanne. Guckt es euch an, es wächst einfach schneller, als das Teil mit Ernten nachkommt. Es ist so OP. Es ist halt echt super, super schnell im Wachsen. Ich mache auch mal hier drüben. So, und jetzt haben wir in super kurzer Zeit super viel Essenz bekommen. Okay, ich merke mir einfach, dass das ein Stack gerade war. Und dann gucken wir mal ganz kurz, wie lange es, beziehungsweise wie viel das ist. Ich zähle jetzt einfach bis 30 und dann war es das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. Und jetzt haben wir ein Stack und vier. Na gut, es wurde jetzt auch nicht wirklich viel abgeerntet von dem fertig gewachsenen Zeug. Aber auch das ist, ja, es ist halt, diese Kanne ist so krass. Das ist halt echt, die ist so mega OP. Ich meine, ja, mehr kann man einfach nicht sagen. Die ist mega OP. Guck mal, wie viele. Ich gucke einfach mal, wie viele Blumen hier wachsen, wenn ich hier ein bisschen drauf halte. Eigentlich sollten ja Blumen wachsen, glaube ich. Okay, vielleicht tun sie es auch nicht. Da drüben sind jedenfalls Blumen gewachsen mit der normalen Kerne. Ah, jetzt wird das hier abgeerntet. Und dann sehen wir, wie viel wirklich zusammenkam. Das sieht so witzig aus, wenn es einfach so plötzlich, so wie von Geisterhand durchgeht. Ja, jetzt haben wir halt schon ein Stack und 24. Krass, okay, also als nächstes werde ich dann das automatisieren, dass die Seeds automatisch nachgefüllt werden. Und ich beginne damit jetzt einfach schon mal. Obwohl, wenn ich mir so überlege, habe ich hier da schon mal was Kleines vorbereitet. Und zwar ist das hier eine riesengroße Fläche. Was könnte das für eine Riesenfläche werden? Ich sag's euch, und zwar brauche ich ja immer mal wieder Holz. Und was eignet sich dazu besser als eine Holzfarm? Also beginne ich jetzt hier schon mal mit einer XXL-Holzfarm. Hier drüben ist noch so ein kleines System aufgebaut, damit die Erde schneller zur Erde wird. Und hier just for fun habe ich einfach mal so eine Map von meiner Insel gebaut hier. Na gut, sieht jetzt nicht so spektakulär aus, aber das wird bestimmt noch. Vielleicht mache ich die auch größer. Ich habe hier noch eine Map übrig. Und dann machen wir uns einfach dran. Dazu brauchen wir lediglich noch einen Harvester. Hier so ein Vieh. Dazu brauchen wir wieder die Machine Blocks. Davon sollte ich ja. Nee, warte, für die Machine Blocks sollte ich noch nichts haben. Aber die können wir uns sehr easy machen. Ich habe hier noch genügend Stein. Und Plastik habe ich auch irgendwo noch. Mehrere. Hatte sogar in der Kiste, ja. Sogar in der Kiste. So. Ich würde sagen, ich brauche dafür bestimmt noch mal ein bisschen mehr. Ich finde diesen Bug halt so cool. So. Und das heißt, ich mache mir einfach mal 6 Stück davon. Tu die hier rein. 2 Stück davon nehme ich mir raus. Jetzt mache ich da einmal noch einen
Harvester. Das brauche ich noch eine Schere, okay. Also noch einmal Eisen nehmen. Lol, war da noch eine? Ach ne, es war der Grinder. Zwei Eisen. Eine Schere. Und dann habe ich den Harvester. Den Harvester nicht. Okay. Dann habe ich den Harvester halt so. Harvester drinne und jetzt der Planter. Planter. So, da ist der. Und genau, dazu brauche ich jetzt nochmal eine Piste. Und Blumentöpfe. Ich hoffe, die Blumentöpfe habe ich nicht irgendwie weggeschmissen, sondern in irgendeine Kiste getan. Ich glaube, die hier, kann das sein? Nee, bitte die hier. Ja, da sind sie. Okay. Glück gehabt. Boah, irgendwie leckt es bei mir gerade extrem. Ich weiß nicht, woran erwarten. Eh. Mal gucken. Ups. Grafikeinstellungen. Hä, ist alles so wie immer. Trotzdem leckt es. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich beende mal ganz kurz alle anderen Programme. Läuft nicht flüssiger. Einen Pisten brauche ich noch. Das heißt, ich brauche Cobblestone. Hier Cobble und Holz. Und dann brauche ich noch mal Eisen und Redstone. Aber zum Glück kann ich ja fliegen. So. Hä? Geht uns das Redstone aus? Oh oh. Das ist nicht gut. Da ist ein Redstone. Da ist noch Redstone. Okay. Ich werde demnächst, glaube ich, mal Magical Crop Seeds für Redstone machen müssen. Warum habe ich eigentlich zwei Redstone genommen? Komplett useless. Ich wollte doch dann noch ein Eisen nehmen. Apropos Eisen, ich habe hier mal wieder das ganze Eisen durchgeschmolzen und ja, kann man sich mal gönnen. Also jetzt der Pisten. Man kann die halt auch halbieren, warum nicht? So, Eisen, Redstone, Holz, Holz, ja, Holz. Und dann haben wir den Pisten und jetzt auch noch das. Dann haben wir hier den Planter und jetzt kommt die mieseste Arbeit von allen. Wir brauchen Energy Cables und Item. Hey, warum leckt es denn gerade schon wieder so? Hallo? Ich habe dann immer Angst, dass mein Minecraft abstürzt. Ich glaube, ich starte mal ganz schnell neu. Okay, ich habe jetzt einfach mal den kompletten Server neu gestartet und Minecraft nochmal und alles Mögliche. Ich hoffe, dass die Lags jetzt endlich mal weg sind. Das ist mir schon vorher mal aufgefallen, so. Mal gucken. Ja, okay, ich komme also, komm auf jeden Fall wieder dran. Überall. Ich habe zwar immer noch nur 12 FPS. Was? Leute, was ist da los? Ich will einfach mal hier überall rumfliegen und alles laden lassen, aber hey, 12 FPS ist nicht so normal. Also, da sollte mein PC schon mehr können. Na, okay, vielleicht muss ich erstmal alles laden lassen. Und danach. Oh, ich dachte gerade, meine ganzen Sachen sind weg. Ich habe schon mega den Schreck gekriegt. So. Also, hier unten. Die Kühe laden lassen und die Felle hier hinten. Felle hier hinten. Okay. Na, es bleibt bei 30 FPS. Muss ich nochmal gucken, ob ich da irgendwas in den Einstellungen ändern kann. Aber, okay. Machen wir uns als nächstes. Wohin? Ach ja, genau. Energy Cable. Hier sind welche. Und die Transfer Pipes. Hier sind schon mal welche. Und dann müssen hier noch welche sein von den Energy Pipes. Genau. Und jetzt brauche ich Transfer Nodes. Okay. Ich dachte schon, dass ich da welche gesehen hatte. Und jetzt bräuchte ich noch solche. Hier diese Transportteile, die Transfer Pipes. Nee, Transfer Nodes. Obwohl, ja, komm, lasse ich das erstmal. Ich habe hier ein bisschen was an Erde. Ich guck mal, ob hier hinten wieder was fertig geworden ist an Erde. Ich glaube aber eher nicht, obwohl doch ist was fertig geworden. Okay, dann hole ich mir hier noch mal Erde raus.
Das hier hinten ist dann nicht mehr voll geworden, schade. 37 Erde trotzdem gut. Und dann beginne ich hier schon mal, indem ich hier den Harvester hinsetze. Und dann 2, 3, 4 mache ich einfach mal. Radius von hier hat 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann habe ich jetzt hier schon mal ein 5x5er Quadrat. Natürlich regnet es jetzt. Toggle downfall. Regen ist nicht so toll. Und jetzt brauche ich solche Upgrades. Upgrade. Und da ich einen Max machen will, muss ich hier so eins nehmen, was dann 11 macht. Also brauche ich Emeralds. Und davon habe ich ja zum Glück ein paar. Also hier 2 Smaragde. Ne, warte, ich brauche 3. Ja. 3 Emeralds. Dann Raw Plastic. Redstone und ein Gold Nugget. Gold Nuggets. Weiß ich nicht, ob ich die so direkt hier habe. Ich glaube nicht. Aber. Ah ja, genau, hier ist schon mal Raw Plastic. Und irgendwo muss hier auch Gold sein in der Kiste vielleicht. Okay. Sag mir nicht, dass ich jetzt kein Gold mehr habe. Ich muss echt mich mal wieder um Erze kümmern. Okay. Jetzt habe ich das hier und da ich ja 2 Updates brauche, brauche ich sogar das Doppelte. Also muss ich mir nochmal Emeralds habe. Emeralds habe. Okay. Das habe ich gut gedodged. Also generell gut geredet. So, also ist ja nicht so, als hätte ich genügend davon. So, Plastik. Warte, war das so? Nee, hä? Ach so, okay. Das nach da, das nach da. Ey, so. Und, ach so, Redstone, okay. Redstone fehlt mir noch. Das heißt, Redstone, wo war das? Da, genau. Ich habe sogar noch eins im Inventar, oder habe ich mir gerade. Hä? Ach so. Ja. Ohne Worte. Gut, damit haben wir jetzt 2 von diesen Upgrades. Eins packe ich da schon mal rein, auch wenn er jetzt noch nicht Max bestellen kann an Feldern. Nur, dass es schon mal geht. So, jetzt hier unten dran. Hier unten dran. Die Energy Cables. Hier. Und die leite ich jetzt einfach mal hier unten lang. Hier werde ich übrigens mir demnächst mal wieder neue Lava-Generatoren bauen. Damit ich. Also hier die Tanks sind ja dauernd voll. Also will ich mal irgendwas bauen, damit ich dauerhaft. Also beziehungsweise, dass das ein bisschen mehr genutzt wird. Und dann so ein 64er bauen. Brauche ich nochmal die teuren Cables, aber ich denke mal, das lohnt sich. Damit verachtfache ich meine Stromproduktion nochmal und. Ich denke mal, das ist ganz in Ordnung. Ich weiß auch, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, Strom zu produzieren, will ich hier an der Stelle einfach mal so sagen. Aber ich brauche momentan noch keinen Energy-Kern und Fusionsreaktor. Sowas baue ich mir dann alles dann, wenn ich es brauche. Nun, was bringt es mir, wenn ich einen Alloy-Smelter und 20 Harvester und Blender ansteuern will und mir dafür einen Fusionsreaktor baue? Das, ja, sowas kommt später noch. Ich werde so viel Energie spätestens dann beim ME-System nochmal brauchen. Also ME-System zieht dann immer richtig. Jetzt kann ich hier gleich mal gucken. Sehr schön, es funktioniert schon. Der Planter, der Harvester. Und jetzt muss ich hier mal ganz schnell die Mitte bestimmen. Das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und hier müsste jetzt die Mitte sein. Gucken mal, funktioniert das so? Sieht das so ein bisschen aus wie die Mitte? Ja, sieht so aus. Und da kommt dann jetzt der Planter rein. Genau. Den verbinde ich jetzt auch wieder schön mit dem Strom. Dann kann ich dann gleich schon mal gucken, ob das funktioniert mit den Upgrades und so weiter. Okay. Och, ehrlich jetzt.
Funktioniert der? Okay, soweit funktioniert der. Und jetzt will ich mir solche schönen Bäume holen. Habe ich ja ein paar Setzlinge zu. Ach so, apropos, ich habe den hier verkehrt rum platziert. Wollte ich gerade mal so feststellen. Schon wieder. Okay, jetzt ist er richtig. Und jetzt tue ich hier die Setzlinge rein. Und dann sollte theoretisch jetzt früher oder später diese Setzlinge hier drauf gezogen werden. Sheer Leaves, yes. So. Ich guck mal, was passiert, wenn ich hier einfach mal noch ein bisschen Erde hin platziere. Irgendwann sollte der ja was machen. Ich meine, das ist jetzt ein Riesenfeld, das dauert eine Weile, aber warten wir mal kurz ab. Okay, jetzt es kommt hier. Da werden gerade die ganzen Setzlinge platziert. Die wachsen da jetzt da drauf. Und jetzt probiere ich schon mal das erste, beziehungsweise das nächste. Ich nehme mir Bones zu Bone Meal. Mache mir da einfach mal 2,5 Stacks draus. Und jetzt stelle ich mich hier hin und spam einfach mal so auf ein paar Bäume rechtsklick, dass die wachsen. Ja, warte mal, ich könnte auch theoretisch auch meine coole Gießkanne nehmen. Oh ja. Oh. Sheer Leaves vielleicht doch off. So. Cool, jetzt haben wir ganz viele Blätter, die wir gar nicht brauchen. Aber jetzt, what? Alles klar, der funktioniert ja mega. So, hier die gieße ich einfach auch mal, dass sie schön wachsen. Okay, ja, der funktioniert schon gut. Auch wenn er sehr viele Blätter abbaut und irgendwie kam noch kein und irgendwie noch kein Holz rauskam. Lol, dieses Zeug ist halt schon komplett voll. Darum kümmere ich mich jetzt einfach mal kurz das nächstes. Ich werde das einfach in den Tank machen oder sowas und ein kleines System mit einem Pisten bauen, der dann immer den Eimer, also beziehungsweise da, wo dann immer das Ganze rausgeschmissen wird. Mit einem Eimer, so mit einem Dispenser einfach raus und dann. Hey, warte mal. Hatte ich hier nicht gerade solche Pipes? Wo sind die hin? Wo sind die Pipes hin? Naja, was ich jetzt vorhin gerade sagen wollte oder wo ich dabei war zu reden, ist ein Riesenbaum gewachsen. Oh Mann, ich lasse mich immer so ablenken, das ist blöd. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt. Fail. Egal. Irgendwo müssen doch diese Pipes sein. Ich habe die doch nicht im Inventar, oder? Nee. Hä? Ich muss mir einfach neue machen. Transfer Pipes. Hier, ich mache mir einfach mal von beiden was. Eisen und Eimer und Enderperlen. Enderperlen habe ich zum Glück hier unten welche. Und Eisen habe ich hier drinne, glaube ich, auch genügend. Und dann crafte ich mir einfach mal von beiden was. Hierfür brauche ich Chest und Cleanstone. Und hierfür brauche ich Lapis. Daran könnte es dann auch wieder scheitern. Ich suche mal alles zusammen. Gut, dann sehen wir uns hier wieder zurück am Crafting Table. Ach ja, erst muss ich mir einmal machen. So. Einmal. Mache ich mir einfach mal 16 Eimer. Und jetzt diese hier unten und dann mache ich mir jede Menge davon. Und dann auch diese hier unten. Warum geht das wieder nicht? Ach, warte. Ich brauche dazu Redstone. Verdammt, ich glaube, ich muss mir demnächst mal Redstone-Seeds machen. Ich nehme jetzt einfach mal hier dieses Redstone und dann offline mache ich mir solche Redstone-Seeds und dann passt das. Hoffentlich. Gut, 24 Stück davon. Aber jetzt erstmal hier das ganze Zeug rausziehen. So. Oh, jetzt geht das aber ab. Ja, GG. So muss das aussehen, wenn man eine Holzfarm baut. Lol, wie geil war das denn?
Hey, das war ja mal mega. So. Dann ziehe ich das Zeug hier unten raus. Wo ist das? Hier. Ziehe ich das hier einfach mit so einer Pipe raus. Und bei dem Planter hier unten mache ich das einfach ganz genauso. Mit der Hacke abbauen. Dann ziehe ich das hier raus. Hier runter. Und dann treffen die sich hier dann gleich irgendwo in der Mitte. In irgendwelchen Tanks, die ich da erstmal provisorisch hin platziere, damit das erstmal rausgezogen wird. Ich weiß nicht, vielleicht kann man damit irgendwas machen. Ich glaube zwar nicht, dass man damit was machen kann, aber für den Fall, dass, dann wäre es auch ganz nice. Darum sammle ich das erstmal in den Tanks, bei denen ich wieder keinen Plan habe, wo die sind. Also fliege ich einfach mal ganz weit nach hier drüben. Ich glaube, da könnten noch welche in der Kiste sein. In der hier unten. In der hier. Nee, hä, wo sind die ganzen Tanks? Okay, ich habe die ganzen Tanks gerade gefunden. Die habe ich hier alle zu den Kühen gestellt, weil ich da so kleine hübsche Türme gebaut habe, wo ich dann immer jede Menge coole Sachen reingefüllt habe. Ich klaue mir einfach überall ein. Und dann passt das schon. Die Kühe werden mich deswegen jetzt nicht töten. Naja, da wäre ich mir bei denen nicht sicher. Es gibt ja so coole Materialien wie Liquid Death, flüssiger Tod. Die töten einen vielleicht dann doch schon eher ein bisschen sehr. So. Also 27 Tanks, die baue ich da einfach unten dran. Und dann haben wir dann riesengroße Dings, wo lauter Schmodder drin ist, den wir nicht brauchen. Egal. Builders Wand, so. Und jetzt nach unten und nach drüben. Nochmal nach unten. Jetzt noch drei Stück. Eins, zwei, drei. Und dann sammelt sich hier unten das Zeug, was man aber zum Glück nicht sieht. Man sieht es halt echt nicht. Und hier oben, die Baumfarm, funktioniert jetzt schon theoretisch. Ich muss nur noch was bauen, damit ich hier das ganze Holz, was ich bekomme, auch irgendwie einsammle. Und dazu baue ich mir jetzt nochmal schnell eine Kiste, wo ich das Holz dann aufsammle. Und das restliche System seht ihr dann in der nächsten Folge. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis denne. Ciao, ciao.